Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronenberlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Einen wunderschönen guten Morgen aus Grenoble. Ich hoffe, man sieht die Berge dort im Hintergrund. Ja, ich bin jetzt hier in der größten Stadt der Alpen. Da steht Werner. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg, mir ein frisches Baguette zu holen zum Frühstücken und dann will ich die Stadt erkunden. Ja, ist ganz nett hier. Hier gibt es sogar so einen Kaffee, aber der Cappuccino hier in Frankreich ist mir einfach zu klein. Und darum koche ich ihn mir lieber selber. Übrigens, die Preise hier sind echt der Knaller. Schaut mal. Pfirsiche 6,29 Euro das Kilo. Nektarinen auch 6,29 Euro. Hier haben wir so eine kleine rote Aprikose, 4 Euro. Also es ist echt richtig teuer. Ups, das war jetzt nicht so einfach. Hier ist noch gar keine Kasse geöffnet. Man musste selbst abkassieren. So, das Ding ging ja noch. Da war ein Barcode dran. Aber bei meinem Brot nicht. Ich habe es hin und her gewendet. Es gab keinen Barcode. Und wenn man nicht Französisch kann, dann kann man ja auch nicht lesen, welche Art Brot man kaufen möchte. Also war das echt schwierig. Hier gibt es übrigens einen richtig schönen Ausblick vom Parkplatz. So, jetzt frühstücke ich aber erstmal. Mache ich gleich direkt hier auf den Parkplatz, denn ich will das Auto hier stehen lassen. Hier gibt es direkt eine Straßenbahnanbindung zur Innenstadt von Grenoble. Daher ist voll praktisch. So, ich bin hier schon am Bus. Mein Auto steht direkt da drüben. Also ganz einfach. Das ist auch der richtige Bus, Bus A. Ticket hat 1,80 gekostet. Da ist ein Geldauto, eine Ticketmaschine, wie heißt sie das? Fahrkartenautomat. Und ja, jetzt kommt er gleich und dann geht's los. Ja, ich bin da mal ausgestiegen. Das ist ein schöner Berg. Es sind ungefähr noch 900 Meter zum Zentrum, aber ich wollte mich noch ein bisschen bewegen. Daher, ja, und dann noch eine Sache, ich habe morgens immer so viel, an so viel zu denken, weiß auch nicht. Ich habe zwar eine Powerbank bei, aber dazu das passende Kabel nicht. So, jetzt muss ich erstmal auf die Suche gehen, um mir ein Kabel zu kaufen. Und ich habe auch eine Notfall-Powerbank, da ist gleich ein Kabel integriert, aber die hat nur einen Strich und da ich mich ja auch zurück navigieren muss und will und kann, wird das ein bisschen zu knapp. Ja, darum jetzt erstmal auf die Suche nach ein Kabel für mein iPhone. Hat nur 2 Euro gekostet. Das teste ich lieber, ob das funktioniert. War ganz lustig. Ich lege das an die Kasse. Erzählt er mir was auf Französisch. Schaut, iPhone. Und gibt mir ein ganz langes Kabel mit dem Lightning-Anschluss. Und ich wollte eigentlich das mit dem... Aber das ist ganz kurz, hat er gesagt. Ja, aber ich wollte das mit den... Da sind 3 verschiedene Anschlüsse dran, wisst ihr? Ist ganz praktisch. Lasse ich dann immer in meinem Rucksack, kann es nicht nochmal passieren. Ja, jetzt probiere ich erstmal, ob es funktioniert. Es funktioniert! Perfekt! So, jetzt kann ich in aller Ruhe hier durch die Stadt wandern. Ja. Haben wir schon mal die katholische Kirche, Église Saint-Louis. Und ich gehe jetzt erstmal da in diese Richtung Stadtkern, denn es soll hier tatsächlich so eine kleine Bummelbahn fahren und Stadtrundfahrten veranstalten. Mal gucken, ob ich da ein Plätzchen ergattern kann. So, ich stehe jetzt hier an dem Punkt, wo eigentlich die Stadtrundfahrten stattfinden. Und hier steht weder, wann die nächste kommt und so weiter. Und jetzt habe ich online mir einen Sitzplatz reserviert.
Da stand auch gleich, dass um 11 Uhr, also in 7 Minuten, die nächste Bahn kommt. Und 10 Euro wurde von meiner Kreditkarte abgebucht und ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also pünktlich funktioniert es schon mal nicht. Es ist jetzt 11 Uhr und sie ist noch nicht da. Na, da ist sie ja endlich. 15 Minuten zu spät. So früh gefreut, jetzt fährt sie wieder los. Was denn jetzt? Mal hingehen? Nee, fährt tatsächlich wieder los. Scheint eine Kindergruppe zu sein. Also ich bin jetzt wieder losgezogen, habe jetzt da eine Dreiviertelstunde gewartet und jetzt gehe ich erstmal hier ein bisschen bummeln. Vielleicht, wenn ich nachher zurückkomme, fährt sie um 12. Ich habe auch beim Veranstalter angerufen. Die sprechen leider kein Englisch. Er hat mir vorgeschlagen Spanisch, Italienisch oder Französisch. Ja, okay. Da muss ich jetzt mit leben. Hier fließt übrigens die Isère. Da oben fährt die Seilbahn zur Festung. Die Seilbahn wurde 1934 erbaut. Und sie fährt zur spektakulären Festung der Bastille. Also das Wasser sieht jetzt nicht so einladend aus. Ist praktisch komplett undurchsichtig und grau. Falls ihr wissen wollt, ob ich mit der Standseilbahn fahre, ist mir zu voll. Also, wir haben Juli und August. Heute ist Mittwoch. Es ist sie also von 9.15 Uhr bis 0 Uhr geöffnet. Und Preise: Eltern zahlen 9,50 Euro hin und zurück und 6,30 Euro nur hin. Jetzt geht's weiter durch den Stadtpark. Jardin de Ville. Weiß nicht, die Palmen, finde ich, passen irgendwie nicht. Sieht zwar hübsch aus, aber die passen einfach nicht hier in die Alpen. Ach nee, na, der kriegt erstmal was von mir zu hören. Scherz. Der spricht natürlich auch kein Deutsch. Aber ich habe ihm die bestätigte E-Mail gezeigt auf Englisch, auf Französisch. Und da war er etwas verwirrt, spricht natürlich nur Französisch, kann kein Wort. Er hat gefragt, wie ich heiße, welche Nummer und so weiter, aber wie ich heiße, wissen wir ja von dieser Buchung auch nicht. Und ja, jetzt sollte ich mich hier reinsetzen. Gut, habe ich eine ganze Stunde verschenkt, aber ich habe Urlaub. Eins ist anders hier, oh, wir scheinen loszufahren. Ich habe für die Übersetzung hier jetzt so ein Ding gekriegt. Aber bis jetzt hat es nicht funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt geht. Es geht. Jetzt bin ich am Platz Notre Dame. Da ist die Kathedrale Notre Dame. Eines der angesehensten Kunstmuseen Frankreichs. Der ist 1900 Meter hoch. Jetzt bin ich auf dem rechten Isère-Ufer. Der Fluss Isère und Drac, die treffen sich hier in Grenoble und haben ständig Überflutungen verursacht, sodass jetzt Staumauern gebaut wurden. Das sind die ganzen Skigebiete, die man so kennt, Chamonix und Turmspitze 56 Meter hoch. Die Saint-Laurent-Brücke von 1837. Auf dem Berg gibt es eine Festung, eine Militärfestung, die 1870 gebaut wurde, um die Stadt zu verteidigen. Das ist der Michelin-Stadtpark. Der trug dazu bei, dass sie hier die Olympischen Winterspiele durchführen durften.
zu den Olympischen Winterspielen damals beherbergte dieses Haus die Journalisten. Hier ist die mittelalterliche Mauer. Das ist der Platz de Verdun. So, geschafft. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja jetzt, weiß nicht, 6000 Kilometer gefahren, habe 5 Stadtrundfahrten gemacht in Lissabon, in Porto, in. Und ganz ehrlich gesagt, von der Information her war das die beste. Jetzt gehen wir in mein Lieblingsgebäude in jeder Stadt. Ich mache das auf der Stadtrundfahrt immer, um mir einen Überblick zu verschaffen. Und wenn ich ein interessantes Gebäude finde, dann mache ich mir einen Punkt, markiere ich mir den Standort. Und so finde ich das schnell wieder. Jetzt geht es nämlich in die Markthalle. Oh, zu spät. Die packen schon alle ein. Weil der mich hat sitzen lassen eine Stunde mit seiner Stadtrundfahrt. Das ist gemein. Ich bin zurück auf dem großen Stellplatz in Fontaine. Da steht Wenner. Aber ich gehe noch schnell mal in den Supermarkt hier. Da gibt es eine Toilette, dann hole ich mir noch einen Kaffee und dann geht's weiter Richtung Norden. Die Fahrt endet langsam. Ich bin traurig. Da bin ich nun in Colmar. Hier muss irgendwo die Stadt sein. Ich will jetzt hier nicht so laut quatschen. Die machen hier irgendwie Qigong oder sowas. Muss ich gleich mal gucken. Und ja, gehen wir einfach mal in den Stadtkern, oder? Hat euch das Video gefallen? Schöne Berge, oder? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis bald!